Ja, einen wunderschönen Mittag. Ich bin irgendwie sehr schockiert, wie sich die meisten Menschen bzw. die Single-Damen sich gegenüber mir verhalten. Ich kann und werde das wirklich nicht respektieren, weil sowas finde ich nur widerwärtig und abspenstig. Also wenn ich so ein Verhalten an den Tag lege, da kann ich mir anders leider nicht helfen. Und ich kann mich noch an eine Zeit erinnern, wo dann die meisten Damen kennengelernt habe, was von mir aus schon ein Fehler war, weil die sich gegen mir über ungebührlich verhalten haben und das kann ich in dieser Zeit echt nicht hinnehmen. Sobald man, das war damals wirklich so, sobald ich gefragt habe, ob ihre Mutter sie so erzogen hat, ist die dann so wie eine Tarantel in die Höhe gehupft, weil klar ist mir schon, dass nicht jeder einen guten Tag hat. Das verlange ich Gottes Willen auch nicht. Aber was der Sinn in diesem Video dahinter steckt, ist, ich würde mir wünschen, ich habe es oft genug gesagt, aber bis heute hat es nicht gefruchtet. Ich würde mir wünschen, wenn die Mütter ihre Töchter so erziehen, dass Freundlichkeit wenigstens wieder an erster Stelle ist. Weil ich denke mir ja auch, dass die Mütter eigentlich immer ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie ihre Töchter erziehen. Und ich kann das nicht. Und ich werde es auch nicht hinnehmen, weil es ist echt fürchterlich, wie die Menschheit sich aufführt, als ob sie der erste Mensch auf Erden wäre. Und es ist nicht hinnehmbar. Bei aller Liebe, Menschen sind da, um sich zu respektieren, um auch gewisse Regeln zu befolgen. Aber ich weiß, es kommt wieder dann ein Gegenargument. Ich habe ja meine Tochter gut erzogen. Ich weiß nicht. Andere Menschen schaffen es auch, sich zu benehmen, aber anscheinend ist es wieder mal so ein Fehlverhalten, was ich nicht an den Tag legen kann. Und es ist egal, wie man aussieht. Es ist egal, ob man eine höhere Stimme hat, eine tiefere Stimme. Es ist egal, ob man dick oder dünn ist. Es ist auch egal, ob man blaue Augen hat, braune Augen hat. Es ist eigentlich piepegal. Wir sind zivilisierte Menschen und denken nicht mehr an ungebührlichem Verhalten. Wir sollten uns echt mal an der Hand nehmen und sagen, es tut uns leid, wir haben uns ungebührlich gegen ihnen über verhalten, weil die zivilisierte Gesellschaft sollte eigentlich auch checken, dass ungebührliches Verhalten nicht in Ordnung ist. Und ich dulde auch keine Unfreundlichkeit. Weil wer einen Menschen so unfreundlich behandelt, der ist echt nicht der Beste. Beim besten Willen nicht. Ich erhoffe mir, dass es irgendwann einmal so weit ist,
wo man sagt, ja, Sie haben recht. Für das ungebührliche Verhalten entschuldige ich mich und dann ist die Sache gut. Ich kann auch nicht unfreundlich sein, nur weil es mir nicht passt oder passt. Es ist einfach sehr unreif, wie sich manche Menschen hier so benehmen. Klar verstehe ich es auch, dass man ein bisschen den Teenie-Raum raushängen lassen will, aber die Zeit ist aus. Man soll einen Erwachsenen rauslassen, aber nicht einen Teenie. Und sowas ärgert mich einfach. Und da ist es mir auch schon klar geworden, dass manchmal eine Erziehung echt schon mal gut sein sollte und sein muss, weil ich pflege es mit Freundlichkeit, mit Nettigkeit, aber nicht mit so einem ungebührlichen Verhalten. Ja, wenn ich an auf einer Straße Grüß Gott oder Guten Tag sage, klar, das ist den Menschen sehr ungewöhnlich, aber man sollte schon einen gewissen Anstand haben, um hier die Freundlichkeit in Beweis zu stellen. Ich kann jetzt auch nicht, wenn mir jemand Guten Tag sagt, sehr unfreundlich zurückwirken. Das gibt einfach mein Menschenverstand nicht her. Und da sollte man sich echt schon darüber Gedanken machen, beziehungsweise sollten sich die Damen mal darüber Gedanken machen, wie man sich gegenüber anderen verhält, weil das ist nicht mehr aushaltbar. Klar, dass die meisten sich echt schon gewöhnt haben, freundlich zu werden, da zölle ich meinen Respekt für. Aber die anderen, die nicht freundlich sind, da bleibt man nur noch so übrig. Weil ein Mensch, der freundlich ist, erreicht auch im Leben etwas. Und ja, mir ist auch klar, dass das zu viel verlangt ist, freundlich zu sein, aber es ist eben nicht zu viel verlangt. Wenn man sich ein bisschen anstrengt und ein bisschen Kopf im Hirn hat, würde man sagen, ja, ich verstehe es. Freundlichkeit muss an erster Stelle stehen. Und mir ist auch bewusst, dass nicht jeder Mensch jeden Tag so gut drauf ist. Aber ich sage es gleich, wenn man private Probleme hat, sollte es man nicht an fremden Personen auslassen. Das muss eigentlich im Sinne des Menschenverstandes auch sein. Ein ungebildetes Verhalten ist bei mir nicht. Da ist man schon gleich unten drüber. Und ja, es hat früher bei der Partnerinsuche Zeiten gegeben, wo man nur gedacht hat, Mann, von welchem Haus kommt die? Ist sie etwa so schlecht erzogen worden, dass man nur denken muss, ja, und ich würde mir in dessen Jahreszukunft wünschen, dass sich die Damen wieder so anordnen, dass das Verhalten wieder mal auf korrekter Weise stattfindet und nicht in so ein Verhältnis, wo man sich denkt, ja, da muss man sich echt auf den Kopf greifen. Ich sage mal Danke und ich hoffe, meine Worte haben gewirkt. Tschüss.